Die Erforschung neuer Energiematerialien steht im Mittelpunkt unserer Arbeit am Helmholtz-Zentrum Berlin. Dazu gehören zum Beispiel Solarzellen, solare Brennstoffe oder auch magnetische Materialien, die mit wenig Energie Daten speichern können. Viele dieser neuen Materialien bestehen aus mehreren Schichten, dicht gepackt und hauchdünn, oft nur wenige Atomlagen dick. Unser wichtigstes Werkzeug ist unser Synchrotron BESSY 2. Es ist Röntgenmikroskop und Zeitlupenkamera in einem und ziemlich groß, 240 Meter Umfang. Herzstück ist ein Teilchenbeschleuniger, der Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit bringt. In einem Speicherring laufen sie durch eine Reihe von Magneten. Dabei entstehen die hellen, ultrafeinen Röntgenblitze, die BESSY 2 so besonders machen. Um die 20 solcher Großforschungsanlagen gibt es in Europa. BESSY 2 ist die einzige in Deutschland, die auf weiches Röntgenlicht spezialisiert ist. Es ist brillant wie Laserlicht und seine Farbe lässt sich extrem genau justieren. Wegen seiner energetischen Eigenschaften und seiner charakteristischen Zeitstruktur ist das BESSY-Licht besonders gut geeignet, um dünne Materialschichten zu durchleuchten und Prozesse an Grenz- und Oberflächen zu beobachten. Auf atomarer Ebene bis hinein in die elektronische Struktur. So gewinnen wir und jedes Jahr über 2000 Gastforscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt ein hochpräzises Bild davon, was im Inneren von Materialien passiert. Und damit können wir sie gezielt verbessern. Unter anderem für neue Technologien für die Energiewende.